Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Beim letzten Mal sind wir hier beim Jefferson Memorial Rundbau da unten stehen geblieben, sind da runtergesprungen. Und ja, mir ist aufgefallen, wir dürfen gerade mal 4 Mal oder so aus dem Wasser trinken. Aber ist jetzt egal, mal sehen, wann die Wirkung nachlässt. Wir müssen hier hinter. Und jetzt werden wir einfach dort hinter reisen. Und unseren Job erledigen. Ich bin sehr interessiert jetzt an der ganzen Scheiße, sage ich jetzt mal. Aquapura hat nachgelassen. So, jetzt können wir wieder mehr tragen, oder? Ja. Wir werden jetzt dort hinterreisen. Wir werden jetzt nicht Broken Sea sofort so auf Anhieb sofort richtig durchzocken. Ich möchte mal so ein wenig anzocken, sage ich jetzt mal. Weil ich wirklich interessiert bin, was da jetzt noch so kommt, weil, ich sag mal so, meine Neugierde sieht gerade über Vernunft. Und mir ist aufgefallen, ich habe vergessen auf die Uhr zu schauen. Jetzt darf ich wieder raten. Okay, gut geraten. Schauen wir uns hier mal um. Lauter Scheiße hier am Rumfliegen. Alles putt hier. Wenn man so bedenkt, diese Bäume müssten ja lieber, weiß nicht, 300 Jahre alt sein. 200 Jahre alt mindestens. Ich habe das nächste grüne Fleckchen Ödland gefunden. Oh ne, doch nicht. Sah gerade ein bisschen grünlich aus. Oh, jetzt habe ich mich gerade ein wenig erschrocken. Oh, boah, fuck ey, was geht mit denen ab? Alter, was sind das für Freaks? Na, der Jaguar macht das schon mal. Ich renn schon mal weg. Weil gegen so einen Übermacht komme ich nicht an. Da kann ich machen, was ich will. Weil wir haben ja auch keine Stimpacks. Ohne Stimpacks kommen wir auch nicht weit. Oder unten wartet schon wieder ein Feind. Ich hoffe jetzt nichts Großartiges. Oh, fuck. Fallschaden. Jetzt guck mal als nächstes. Dunwich-Gebäude. Wie weit sind wir denn jetzt hier in die Ecke gegangen? Wow. Haben wir echt keine Simpacks mehr? Doch eins. Hier. Hier, friss Pulver. Gefahr. Ach nee. Friss Alien. Och, den hat's mal sauber zerrissen. Mir ist mir gerade aufgefallen, der Uncut-Patch, der ist doch jetzt irgendwie etwas krasser als sonst. Wir warten jetzt mal eine Stunde. Ich glaube, dann sind wir sowieso wieder geheilt, oder? Nein. Ich habe gedacht, da wären wir jetzt geheilt. Aquapura hat nachgelassen. Wir haben nochmal Aquapura getrunken gehabt. Ich weiß nicht. Halt uns. Wir schlafen jetzt eigentlich schon, oder? Schlafen. Wir brauchen ein Bett. Ich hoffe, dass bei dem Kerl da hinten ein Bett ist. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Weil wie viel Leben haben wir noch? 20. Morbus Ratte. Ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Weil wir doch jetzt schon ziemlich angeschlagen sind. Red Skorpion. Stirb! Stirb! Ich hab gesagt, stirb! Gut. Ich duck mich zwischendurch, weil ich Angst habe, dass wir irgendwie entdeckt sind oder so. Gut, hier vorne scheinen wir richtig zu sein. Aber hier ist schon wieder ein Feind. Kann mir schon vor... Oh. Nein! 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 Nein!
Gut. Können wir jetzt durch? Ja, wir können hier durch. Fuck, ich will nicht. Ich will nicht sterben. Rockland Craw Tunnel. Fuck, ey, ich brauche ein Bett. Hast du ein Bett für mich? Hey, Sie sind wach. Ja, ich bin schon lange wach. Und wir sind kurz vorm Tod. Ich brauche ein Bett. Bei hier unten werden wir wahrscheinlich kaum Betten finden, aber wenn hier ein Stützpunkt ist von denen, dann müsste eigentlich ein Bett hier irgendwo sein. Jetzt können wir sogar 300 tragen. Nur wegen den Aquapura. Wir sollten mal von Aquapura lieber die Finger lassen. Boah, kurzer Lag, sorry. Luca-Cola. Wird das nicht auch die Leben? Bitte ja, bitte ja. Nuka-Cola. Tatsächlich. Ich liebe Nuka-Cola. Habe mich gerade entschlossen. Deswegen gibt mir das Herzgepumpe langsam auf den Zeiger. Das bin nur ich, das bin nur ich. Nicht schießen. Sklavenkiste. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich brauche ein Bett. Sieh mal einer an, wer wieder zu den Lebenden zurückgekehrt ist. Einige von uns haben schon angefangen, sich zu fragen, ob Sie und Sarah überhaupt durchkommen würden. Ich bin auch froh, Sie zu sehen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Lassen wir die Gefälligkeit und machen wir uns an die Arbeit. Der älteste Lyons meinte, Sie bräuchten Hilfe. Hier bin ich. Soll mir recht sein. Unseren Informationen zufolge ist die Basis am anderen Ende des Tunnels zu einer Art Kommunikationszentrale der Enklave. Wenn es uns hier gelingt, ihnen einen schweren Schlag zu versetzen, können wir ihren Kampfgeist brechen. Was soll ich tun? Ich will, dass sie einen kühlen Kopf bewahren. Keine Heldentaten, okay? Liberty Prime hilft uns beim Erstangriff. Sobald wir einen sicheren Bereitstellungsraum haben, evaluieren wir die Lage neu. Los, mittlerweile sollte alles im Gange sein. Fein. Wir sind trotzdem noch halbtot. Letzte Woche lief so ziemlich nach Schema F ab. Wir erfahren was über eine Stellung, gehen rein und räuchern sie aus. Finde ich schön, ich brauche was zum Schlafen. Da! 3 Stimpacks! Wer kommt auf die Idee, 3 süßes Stimpäckchen da? Der Blecheimer erledigt den größten Teil der Arbeit. Ehrlich, mir soll's recht sein. So verliere ich weniger Leute. Da. Vorgestern entschlüsselten die Gelehrten eine Nachricht über diese Anlage. Anscheinend eine Art Kommunikationszentrum. Freut mich. Warlock. Satelliten-Relaisstation. Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Neue Welt. Ui. Und chinesische Aggressionen werden angegriffen. Nein, ich gehe hier nicht weiter. Ich hab Angst. Kann man den Kerl überhaupt aufhalten? Oder ihr werdet ausgelöscht. Wow. Wir verstecken uns nicht vor der roten Bedrohung. Ich weiß, wir sind so angeschlagen und wir gehen trotzdem hier ganz vorne an die Front. Das ist nämlich Skill, Leute. Hier können wir wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Nehmen wir mit. Aquapura hat nachgelassen. Wir sollten schon wieder Aquapura nachgelassen. Wie oft nehmen wir denn das Aquapura zu uns? Bedrohungsbewertung. Kommunistische Bedrohung minimal. Verteidigungssystem struktureller Schwäche entdeckt. Wird ausgenutzt. Hey, cool. What is that? Der Kommunismus ist der Inbegriff eines Fehlschlags. Was macht der Kerl?
Super Poe. Satellitenablenk entdeckt. Analyse der kommunistischen Datenübertragung noch aufwendig. Böse, wie sie zerreißt. Okay. Wow. 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 Wir haben mal eben den Kopf verloren, Leute. Alter, was zur Hölle? Wo kommt denn Liberty Prime überhaupt her? Das interessiert mich jetzt. Na klar, da können wir nicht hingehen. Der Kommunismus ist eine Lüge. Wieso reden die alle über den Kommunismus? Ah, Simpack. Der Kommunismus ist der Inbegriff eines Fehlschlags. Zack. Gut, diesmal bleiben wir von Haus aus hier hinten. Ist das oberste Gut eines jeden Amerikaners. Anchorage wird befreit werden. Ach! Chinesische Aggressoren werden angegriffen. Ja, weil so viele Chinesen sind, aber der kommt aus dem Jahr, wo noch alles von euch Chinesen gewesen ist. Also ich verzeih ihm mal diese Ausrutscher. Ich muss schon sagen, lustig ist es. Bedrohungsbewertung. Kommunistische Bedrohung minimal. Verteidigungssystem strukturell entdeckt. Gut, wir verstecken uns mal hier hinten. Gut. Monster Lag. Ich verpiss mich. Boom. Analyse der kommunistischen Datenübertragung noch aufständig. Achtung! Achtung! Chinesische Raketen. Okay, wir gehen zurück. Begeben Sie sich sofort in sichere Distanz. Wow. Fatales Systemversagen. Leite Gang an Schattung nach Notfallsdirektive 2. Oh. Fein, der hat mir einen Arm verkrüppelt. Der hat sich selbst ausgenockt. Wir müssen herausfinden, was zum Teufel gerade passiert ist. Wir haben keine Zeit zum Reden. Gehen Sie schleunigst in diesen Stützpunkt und helfen Sie den Soldaten, die Quelle ihrer... Okay, hey, Moment mal, Sie sagten, Sie bräuchten meine Hilfe nicht. Ja, das war, bevor Sie unseren einzigen Vorteil in die Luft jagten. Betrachten Sie es als Beförderung. Und jetzt machen Sie sich auf den Weg. Alter, leck mich. Okay, erstmal Stimpak. Ist immer noch nicht mehr verkrüppelt. Das war mies, muss ich sagen. Wir können hier rein, oder? Tatsächlich. Satellitenanlage. So viel zu Liberty Prime, Leute. Okay, an dieser Stelle werden wir den Part beenden. Also Leute, das machen wir wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal. Rennen. Angriff auf die Ziele eingeleitet. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.